Jetzt versuchen wir es. Fahren wir wieder auf die Piste wegen den Steinen hier. Einfach da drauf. Sicher? Tu es. Ich sag zweiter Gang. Nein! Binde ist fest an der Else. Wir gehen ein bisschen auf Schussrichtung. Oh, Gas, Gas, Gas! Bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf! Bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf! So, liebe Leute. Auch hier werden übrigens Beispiel, was so passieren kann, auf der Piste. Aber wir können es auch nicht ignorieren und rüberballern. Wie auch immer. Hier ballern rüber. Also, wir haben den Sand hinter uns gelassen. Jetzt sind ja noch so ein paar kleine Sandhügelchen hier, aber die großen Sanddünen sind weg. Wir fahren jetzt wieder Richtung Norden, Richtung Gebirge. Ne? Richtung Gebirge. Marie sitzt am Steuer, schlägt sich grandios gut hier. Ich hatte total Spaß. Ich glaube, Marie hat ordentlich Blut geleckt. Ja, auf jeden Fall. Mega, mega, mega. Ja, und jetzt gibt es hier so ein paar knifflige Stellen, deswegen sind wir immer mal wieder sehr langsam unterwegs, weil die LKWs auch sehr stark nach rechts und links pendeln dann mit ihren Koffern. Aber macht richtig Fun, weil es jetzt hier wieder so ein bisschen steiniger wird und auch mal riesen Absätze drin sind. Jetzt fahren wir etwa noch 20 Kilometer und dann sind wir, glaube ich, schon im Gebirge. Jetzt kommt das Stück, hier ist die Piste abgesagt, die LKWs fahren rechts vorbei. So. Marie hat kurz gezögert, aber jetzt versuchen wir es. Fahren wir wieder auf die Piste wegen den Steinen hier. Einfach da drauf. Tu es. Nee, ich will nicht. Tu es, jetzt da links rein jetzt. Unimog. Ja! Jetzt können wir den Albert wieder rausnehmen. Und weiter geht's! Rally Mode on! Ja, so viel ist nicht mit Rally. Wir werden wieder ausgebremst. Von den LKWs, ne? Von den LKWs, Mann! Oh, meine Güte, die LKWs. Immer diese langsamen LKWs. Stehen wir hier wieder vor einer Herausforderung. Marie wird das bestimmt meistern. Bist du aufgeregt? Nö, aber ich freue mich. Ich muss erstmal umschalten. Komm mal einen zweiten Gang rein, tatsächlich. Weil dann krabbelst du da langsamer, weil die sind so steil. Ja, mach rein. Ich muss noch Allrad reinmachen hier. So, es geht los. Los geht's! Oh, das ist schwammig, alles ganz weich. Was? Total schwammig, alles ganz weich, der Untergrund hier. So ein Mix zwischen losen Steinen und einfach nur ein bisschen festen Wurzelschlamm. Aber läuft doch, oder? Ja. Läuft. Gut gemeint, Marie. Das macht so Spaß. Ich bin so froh, dass ich fahren darf. Ich würde so gerne wieder heizen. Also Marie ist definitiv so ein bisschen gaskrank. Wir müssen Rallye fahren, David. Ja. Also, da können wir doch mal direkt eine Abstimmung machen, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, wenn der Feuermock mal an einer Rallye teilnimmt. Oder Marie? Dann fährt er mal was. Genau. Alter Falter. Das so eine Rallye in der Wüste mit dem Feuermock. Schmeckt, oder?
Was sagt ihr dazu? Haut mal eure Meinung in die Kommentare. Mit Martinshorn dann, oder? Ja, klar. Top. Geil aus. So, jetzt kommen wir hier wieder zu einer kniffligen Stelle. Mal gucken, was es da gleich macht. Ja, ist angeblich, vorne ist angeblich ein Stück von dem Weg komplett weggeschwemmt oder weggerissen. Das haben wir jetzt öfter schon gehabt. Jetzt geht's hier links weg von der Piste, weil da unten ein Loch ist. Okay, krass. Sieht aus wie ein Flussbett da unten, ne? Den Schnee rollt die Schädeltrolle. Achso, hast du gar nicht. Du, wie kundschaftet das jetzt unten aus? Erstmal ruhig bleiben, wir gucken. Wir fahren jetzt durch ein Flussbett, läuft. Und dann müssen wir irgendwie danach den Weg wieder finden. Ab durchs Flussbett! Ja! Nicht ab durch die Hecke, sondern ab durchs Flussbett. Ab durchs Flussbett. Sieht doch schon gut aus. Alter! Das ist aber... Wer denn durch ist hier? Nicht entschleunigen. Wir haben uns nur Gas, Gas, Gas. Richtung Unimog fahren, bitte auf den Unimog spuren. Schön auf Gas bleiben. Ja, ja. Gas. Gas, Vollgas. Oi, du hast es geschafft. Ja, mega. Wir fallen die Berge. Strecke scouten wieder, aber hier sieht es gut aus. Also folgen. Scouten jetzt die LKWs hier. Wir sind hier im Flussbett. Hier ist alles ausgetrocknet. Und die LKWs sind hinter uns. Der Unimog, der wird hier eigentlich überall aus dem Flussbett raus und wieder reinkommen. Wir haben ja auch gerade schon, Marie hat hier gerade schon so 45 Grad gucken gemeistert, erfolgreich. Genau, und wir müssen jetzt einfach immer Stellen finden, wo die LKWs auch rauskommen. Und hier ist jetzt so eine Stelle, wo die LKWs halt eben auch unproblematisch wieder rauskommen. Und das haben wir jetzt gerade per Funk durchgegeben und die kommen jetzt hier hin. Los geht's! Werkstatt LKW fest! Ich sag zweiter Gang. Nein! Wie viel Bar machst du runter? 92. Das ist jetzt hier so ein Klassiker. Das ist schon ein gutes Stück eingebuddelt. Und deshalb jetzt gar nichts riskieren, nicht nochmal versuchen rauszukommen, sonst geht's noch tiefer, sondern direkt Reifendruck.
ablassen und mit 2 bar oder was nochmal versuchen rauszukommen. Da ist sofort die Auflagefläche vom Gummi verdoppelt und dann geht es besser. Was will ich? Hallo. Hier oder? Ihr sollt schaufeln. Hier. So läuft das hier. Typisch, das oder? Richtig. Hart das Leben in der Wüste, ne? Ja. Wir fahren jetzt nur nicht durch das Aufgewiegel durch. Ich bin eigentlich nicht zum Rausziehen gekommen, sondern ich wollte eigentlich nur mir ein Kaltgetränk holen. Ihr habt doch absichtlich den falschen Gang eingelegt. So, erster Versuch, gerade fehlgeschlagen. Jetzt holen wir uns den kleinen Tobi und ziehen ihn mit der Winde hier raus. Er ist hinten schon so eingebuddelt, aber schon viel zu viel Widerstand hier. So, Winde anschlagen und raus mit dem Bock. Immer was. Winde ist fest an der Else. Wir gehen ein bisschen auf Schussrichtung. Und los geht's. Zieh! Zieh! Immer zieh! Drehen! Weiter! Du loslassen! Und du zieh! Weiter! Weiter, weiter! Nicht anhalten! Immer weiter! Weiter, weiter! Nicht anhalten! Okay, so, das sieht schon mal gut aus. Sauber! Abgefahren, Rico! Festgefahren! Ja. Ich glaube, wir brauchen eine neue Serie. Festgefahren! Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das macht der Rico gut! Feuermock steht natürlich auch schon bereit zur Rettung. So, wir fahren aber jetzt weiter, ne? Ja, versucht's mal! Von Weitem zu gucken. Hey, es ist wieder raus! Weiter geht's! So, heute ist Feiertag für den Feuermock. Tut auch mal gut, wenn man nicht arbeiten muss. Ja. Wir haben keine Gefangenen heute. Und jetzt schön am Gas bleiben. Butter. Oh, easy, easy. Die Butter. Puh. Läuft, alle durch. Alle durch. Komm, jetzt holen wir ihn mal auf. Rally Mode on Marie. Schalt mal hoch. Und Gas. Gas, Gas, Gas. Kannst du wie mit dem Auto fahren mit dem Ding hier? Auch nicht schnell die Auto. Gas, Gas, Gas. Schön am Gas bleiben. Schön am Gas. Schön am Gas bleiben. Bleib drauf stehen. Passiert nichts. Auf Gas drauf bleiben. Voll drauf. Ich bin danach fix und fertig wieder von Rallye fahren. Merkt ihr schon, die Marie, die ist auf jeden Fall die erste im Rallye-Feuerwehr-Rallye-Team. Jetzt hier ein bisschen den Berg hoch, schön auf dem Gas bleiben. Jawohl, schön drauf, Drehzahl schön hoch. Das schaffen wir! Du kürzt ab!
Abkürzung erfolgreich genommen. Ah, die Marie, die macht das. Wir rutschen alles hier runter hoch. Scheiß Leute, drauf, wir sind hier alleine. Gleich haben wir sie wieder, die LKWs. Was ein geiles Bild hier. Geschafft! Sauber. Geil. Wie war's? Es macht so viel Spaß, so geil. Das machen wir jetzt einmal im Jahr, fahren wir Rallye. Einmal im Jahr nur? Ja, Rallye fahren können wir. So, aber trainieren müssen wir öfter, oder? Ja, klar. Vom Training habe ich ja nicht gesprochen. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir sind mittlerweile schon ein gutes Stück weiter im Norden und gerade aufgewacht in einem Dattelpalmenhain. Hier sind die Dattelpalmen über uns. Ihr seht, der Feuermuck ist hier schon leicht versteckt. Die Datteln da oben, die sind alle mit so Schutznetzen versehen, damit wahrscheinlich einfach die Fliegen, die Viecher da nicht so dran gehen. Hier ist alles voll, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hier ist einfach alles. Hier gibt es einfach tonnenweise Datteln um uns rum. Genau, und das Team ist jetzt hier so aufgeteilt. Hier steht unser Holy Mock 1. Da hinten sieht man Mighty Mo zwischen den Bäumen stehen. Frühstück jetzt hier erstmal entspannt unter diesen Dattelpalmen und dann zeige ich euch mal noch ein bisschen hier, wie es um uns herum aussieht. So, dann auf wie geht's? Zeige ich euch das mal hier. Wir haben hier einfach mal Zitronenbaum und den Feuermock dazwischen stehen. Und schaut mal hier, was hier dranhängt. Eine, zwei, drei. Also hängt, man sieht die auf den ersten Blick gar nicht. Da hängt mehr dran, als man denkt. Schaut euch das mal an. Und überall dazwischen steht irgendein LKW. Da steht einer, da hinten stehen mehrere, bis ganz hinten durch, überall verteilt. Olivenbaum haben wir hier auch am Start. Was ist das? Olivenbaum hin. Nicht schlecht, normalerweise sind die immer sehr klein. Feigen haben wir auch noch hier. Immer mal zwischendurch. Hier ist gerade nur ein ganz kleiner Feigenbaum. Also echt ein kleines Paradies, wo wir hier sind. Morgen, Mighty Mo. Moin, moin. Ich habe schon die Mitten eingesammelt. Zieht euch das mal rein. Jetzt einfach ein Granatapfelbaum. Hab ich ja noch nie gesehen. Ist schon übel, oder? Also wie das alles hier auf diesem einen Fleck läuft. Freunde, ich marschiere jetzt zu der Truppe. Und dann besprechen wir, wie es weitergeht und werden ja, uns aufmachen. So Freunde, wir sind mittlerweile wieder im Norden, 150 Kilometer etwa vor Tunis. Stehen jetzt hier wieder am Mittelmeer. Ihr seht hier, wir haben gerade Sonnenuntergangsstimmung. Super geil. Wir stehen mitten in den, wie nennt man es? Dünen? Dünen. Da vorne ist der Sandstrand. Wir waren heute schon zwei, dreimal baden. Heute Morgen direkt mal schön ins Meer gejumpt. Und ja, der Trip durch Afrika neigt sich dem Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns auf diesem Abenteuer zu begleiten. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal.